Lange Zeit war die Landwirtschaft eine ziemlich einfache Sache. Der Bauer erntete und säte die Produkte im Einklang mit dem Naturkreislauf. Aber im 20. Jahrhundert wird die Sache etwas komplizierter. Die Maschinen und die Chemie erobern die Felder. Die intensive Landwirtschaft macht sich breit. Die Erträge werden vervielfacht, aber die Natur muss dafür die Zeche zahlen. Die Landwirtschaft belastet die Umwelt mit Schadstoffen. Das ist in erster Linie gut für die agrochemische Industrie, die die Unkraut- und Insektenvertilgungsmittel produziert. Diese wirtschaftlichen Interessen erklären vielleicht die Untätigkeit der öffentlichen Hand. Immer auf der Suche nach neuen Gewinnmöglichkeiten beginnen sich die Agrochemiekonzerne für GVO zu interessieren. Das sind genetisch veränderte Organismen. Aber was ist ein GVO? Das ist ein Organismus, in dem man künstlich ein fremdes Gen einschleust. Nehmen wir diesen Mais. Hier ist seine DNA, die verändert werden soll. Jetzt muss der Organismus gesucht werden, der das neue Gen besitzt, das eingeschleust werden soll. Tiere, Pflanzen, Bakterien, der Katalog der Lebewesen ist immens. Dieses hier? Nein. Dies da? Auch nicht. Ah, dieses Bakterium scheint perfekt. Man isoliert das Gen. Man schleust es in die DNA des Mais ein und fertig. Man nennt das Transgenese. Mit der Transgenese wird der Vegetationszyklus umgangen. Während vieler Jahrtausende produzierten die Bauern das Saatgut selber. Nun sind es die Laboratorien der Agrarindustrie. Heute stellt man hauptsächlich zwei Arten von GVO her. Solche, die ihre eigenen Insektengifte produzieren und solche, die bestimmten Unkrautvertilgungsmitteln widerstehen. Soweit so gut, aber es gibt da ein Problem. Da die Schädlinge ständig diesen Mitteln ausgesetzt sind, werden sie dagegen resistent. Deswegen muss die Dosierung der chemischen Produkte erhöht werden. Darüber hinaus gibt es das Risiko der genetischen Verunreinigung. Die Gene der GVO können das Gengut anderer Organismen verändern. Und das alles berücksichtigt noch nicht, dass es bisher keine verlässliche Studie über die langfristigen Auswirkungen der GVO auf die Gesundheit gibt. Um sich den Zugriff auf die weltweiten genetischen Ressourcen zu sichern, haben die Agrochemiekonzerne die kleinen Saatguthersteller in großem Umfang aufgekauft. Das Saatgut ist nun patentiert. Wenn der Bauer es im nächsten Jahr wieder ausbringen will, muss er es erneut kaufen. Und die Unkrautvertilgungsmittel, die dazu gehören. Und bitte auch die Pestizide nicht vergessen. Das treibt den Landwirt in die totale finanzielle Abhängigkeit. Die multinationalen Agrochemiekonzerne zwingen dem Planeten die GVO auf. Nach den USA und Südamerika sind nun Asien und Südafrika an der Reihe. Früher sah ein landwirtschaftlicher Betrieb etwa so aus. Heute sehen die Felder eher so aus. Die Polykulturen und die Biodiversität der südlichen Länder wurden von den Monokulturen verschlungen, deren einziges Ziel es ist, pflanzliche Proteine für die Massentierhaltung in den Industrieländern zu liefern. Wer weiß heute, dass der Großteil der Nahrungsmittelprodukte genetisch verändertes Soja, Mais oder Raps enthält und dass dieselben GVO auch zur Fütterung der Tiere dienen, deren Produkte wir verzehren. Sicherlich ist in Europa die Kennzeichnung von Nahrungsmitteln pflanzlicher Herkunft verpflichtend, aber nicht für Produkte tierischer Herkunft. Und diese Informationen findet man nur im Kleingedruckten. Dieser Mangel an Transparenz hindert den Verbraucher, sich frei zu entscheiden. Doch garantiert GVO-freie Produkte wählen zu können, hilft der Entwicklung der lokalen Landwirtschaft, fördert die Biodiversität, stärkt die finanzielle Unabhängigkeit der Bauern und vermindert die Allmacht der multinationalen Konzerne.